Hallo und herzlich willkommen zu Herzgeschichten. Herzgeschichten ist für mich persönlich ein ganz besonderes Talkformat. Ich bin sehr viel unterwegs in der Medienlandschaft und ja, man begegnet natürlich dort sehr vielen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und all diese Menschen haben sehr, sehr viel erreicht. Sie sind auf der Karriereleiter ganz weit oben. Aber viele suchen nach dem Glück, nach der inneren Zufriedenheit. Viele stellen sich Fragen wie, wer bin ich, wie werde ich glücklich, wie werde ich zufrieden und vor allem, was ist der Sinn meines Lebens? Spiritualität wird zu einem immer größeren Thema in unserer Gesellschaft. Herzgeschichten kann auf all das natürlich keine Antworten geben, aber wir wollen zeigen, dass sich jeder, ob er nun prominent ist oder nicht, ob er in der Öffentlichkeit steht oder nicht, dass sich jeder Mensch mit all diesen Fragen beschäftigt. Und wir wollen Vorbild sein, vielleicht für Sie zu Hause. Wir wollen Wegweiser sein für Sie, dass Sie einfach in bestimmten Momenten mit bestimmten Schicksalsschlägen vielleicht anders umgehen, dass Sie Ihren Blickwinkel so ein kleines bisschen verändern und dass Sie verstehen, auf Ihr Herz zu hören. Wo könnte man all diese Gespräche besser führen als in der wunderbaren Natur? Als beim Wandern in den Bergen, in der Kitzbühner Region und natürlich auch auf der heimeligen und urigen Sonnenbergstuben. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an Rosi Schöpflinger und ihren Sohn Friedel, dass sie Herzgeschichten einfach so wunderbar und jederzeit und immer unterstützen. Danke. Wir freuen uns auch sehr, dass Rosi Schöpflinger unser erster Gast sein wird bei Herzgeschichten. Eine für mich ja ganz besondere Frau, die ihr Herz am rechten Fleckerl hat. Liebenswürdig, charmant und vor allem auch tiefgründig. Herzgeschichten soll beeindrucken und soll vor allem auch Ihr Herz zu Hause berühren. Und Herzgeschichten möchte Ihnen zu Hause vor allem auch eines zeigen, dass die schönsten Momente im Leben kostenlos sind. Gute Beziehungen, Vertrautheit, Liebe oder wie hier ein wunderschönes Platzerl mitten in der Natur. Wir freuen uns, wenn wir auch Ihr Herz zu Hause berühren. Schalten Sie ein, wir sehen uns bei Herzgeschichten.